Die Ausstellung, die hier zu sehen ist, die wäre eigentlich im Fembo-Haus gezeigt worden und ein Teil auch noch im Foyer des Internationalen Hauses. Aber nachdem das sich immer mehr rausgestellt hat oder rauskristallisiert hat, dass Indoor wahrscheinlich nichts geht, haben wir noch die Reißleine gezogen und haben praktisch die ganze Ausstellung in den Stadtpark verlegt. Das war natürlich auch mit einem enormen Aufwand, sprich mit unzähligen Nachtsitzungen verbunden, denn die Ausstellung im Fembo-Haus war sozusagen druckreif. Da war alles schon durchkonzipiert, wie was wo hängt und wer wo hängt. Und das mussten wir jetzt alles nochmal neu uns ausdenken und eine ganz andere Konzeption machen, was natürlich klar ist hier. Und wir sind jetzt ganz überrascht und ganz glücklich, weil das Wahnsinn ist, wir hätten nicht gedacht, dass man so viele Menschen damit erreicht und so viele positive Rückmeldungen kriegt. Also wir kriegen ständig irgendwelche Posts auf Instagram und Kommentare und so. Das hat man sonst mit einer Ausstellung Indoor nicht, weil diese Ausstellung hier ist die, die am meisten frequentiert ist. Man setzt sich hier hin und beobachtet so, was für Leute sich die Bilder hier anschauen. Dann stellen wir fest, dass das eigentlich ein Publikum ist, was man dann nicht so in Museen und Galerien sieht. Und das finde ich einfach ganz toll, dass man den Leuten auch was gibt, gerade in diesen Zeiten. Und ich habe so das Gefühl, die Leute sind auch so dankbar, dass jetzt wieder irgendwie was passiert. Und hier kann man ja auch gut mit Abstand, keiner kommt sich zu nahe, also Bilder anschauen.